Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich dir den VN Video Editor vorstellen. Und toll an diesem Video Editor ist, dass es ihn als App gibt, nämlich als App für Android. Das heißt, du kannst dir Tablets mit Android, Samsung Tablets und so weiter, kannst du es verwenden, auch auf natürlich einem Smartphone. Aber auch natürlich genial ist, dass du diese App hier auch im App Store herunterladen kannst. Das heißt, unter iOS und dem iPad kannst du das ebenfalls verwenden. Programm, diese App ist gratis und du kannst damit sehr einfach einen Videoschnitt durchführen, ohne dass du dich groß mit dem Computer auskennen musst. Und das schauen wir uns jetzt gleich an. So, ich bin jetzt hier bei meinem Tablet. Ich habe hier ein Android-Tablet und habe hier die Verknüpfung zu meinem Editor, zu meinem Videoschnitt-Editor. Und die starte ich dann einfach. Beim ersten Starten wird man dann gefragt, ob man bestimmte Berechtigungen zulassen möchte. Das habe ich hier dann zugelassen. Oben haben wir eine Werbung, die ignoriere ich jetzt einmal. Ich fange an, ganz unten bei diesem Plus, mit meinem Videoprojekt. Klicke mal drauf, dass ich klicke auf New Project. Habe hier eine Auswahl an Videos, die ich jetzt hier auf meinem Tablet habe. Wähle mir gleich das als erste Video und klicke hier rechts unten auf diesen Pfeil. Und ich habe dann hier dementsprechend schon meine Oberfläche. Wenn ich jetzt hier mit dem Finger auf dieser Zeitleiste, hier ist die Timeline, dahin gehe und die dann verschiebe bei gedrückter Finger, dann gehe ich dann so durch das Video hindurch und immer an der Stelle, wo eben dieser weiße Strich dann runtergeht, an der Stelle des Videos bin ich dann gerade. Wichtig für den Videoschnitt ist, dass du immer weißt, es gibt hier eine Timeline an bestimmten Stellen und dass ein Video eigentlich immer wieder in verschiedene Teile unterteilt wird, deswegen sagt man auch Schnittsoftware. Ich suche mir jetzt da vielleicht einen Übergang. Geht hierher. Und da mache ich dann eine Trennung. Ich mache einen sogenannten Split. Ich habe jetzt hier zwei Teile. Einen linken Teil, einen ersten Teil, einen rechten Teil. Und wenn ich den Übergang gestalten möchte, du kennst es vielleicht von PowerPoint, wenn es einen bestimmten Effekt geben soll, wenn es von einem Teil ins andere geht, dann gehe ich hier zwischen diese beiden Teile hinein, die ich vorhin mit Split erzeugt habe, auf dieses Plus und kann hier dann einen Übergang festlegen. Und da könnte ich dann zum Beispiel vertikal machen, ich habe schon eine kleine Vorschau. Dann bestätige ich das jetzt hier, rechts unten mit dem Hackerl. Wenn ich mehrere Teile hätte, könnte ich hier mit Apply to All alle Übergänge hier dann so haben. Gut, damit habe ich diesen Übergang, ich verschiebe es vielleicht ein bisschen, gehe da oben herauf, schaue mir das Ergebnis an. Und du siehst, das war dann genau diese Geschichte. Jetzt mache ich hier vielleicht auch noch einen Übergang, wo dann der nächste Teil anfängt. Da vielleicht, genau. Ich gehe wieder hier links unten auf Split, habe wieder zwei Teile, klicke wieder auf dieses Plus, lege in dem Fall dann hier vielleicht einen anderen Übergang fest, hier diesen Circle. Bin damit zufrieden, habe jetzt schon mal hier diese ersten Teile festgelegt. Ja, dann sollte es natürlich dann auch so sein, dass ich mir einen Titel vielleicht überlege, den ich einfügen möchte. Ich klicke jetzt hier. Ihr seht, ich habe hier verschiedene Spuren. Hier habe ich etwas für Fotospuren oder Videos könnte ich noch zusätzlich einfügen. Ich kann hier einen Text einfügen oder auch Musik. Und ich klicke jetzt einmal hier dann in diese Textspur hinein. Habe dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wie ich meinen Text gestalten kann. Video Title, wählen wir das hier rechts oben aus. Ich schlage mir dann schon etwas vor und schreibe dann hier. Dann habe ich natürlich die Idee, naja, andere Farbe wäre natürlich ganz geschickt, nämlich von dem, wie es dann erscheinen soll. Könnte ich zum Beispiel sowas nehmen als Hintergrund. Könnte auch so verändern, dass es hier dann transparent ist. Könnte hier unten hingehen, könnte die Textfarbe irgendwie dann noch gesondert irgendwie einstellen. Du siehst, ich kann hier ganz gezielt bestimmte Dinge dann noch vornehmen. Ich klicke mal auf und bestätige das. So ganz gefällt mir das nicht. Jetzt gehe ich hier rechts oben auf diesem Pfeil, der zurückgeht. Und er legt mir das dann hier schon fest. Ich könnte das aber dann, wenn ich es hier wieder auswähle, könnte ich das Ganze dann wieder bearbeiten. Gehe wieder auf Font, könnt ihr bestimmte Dinge einstellen. Wieder hier dann zum Beispiel den Hintergrund. Ja, bestätige das. Da kann man sich dann spielen. Also immer wenn man bestimmte Teile verändern möchte, muss man sie vorher mit dem Finger sich dann auswählen. Dann könnte ich hier auch einen etwas hineinsprechen. Vielleicht noch kurz vorher noch, ich kann hier einstellen, wie lang hier dieser Text zum Beispiel eingeblendet werden soll. Wenn ich hier auf der rechten Seite hingehe, dann würde dementsprechend das relativ lang eingeblendet werden. Ich kann hier auch hier auf der linken Seite bestimmen, dass der Text zum Beispiel erst später eingeblendet wird. Das heißt, wenn ich jetzt hier das verändere, dann würde dann dieser Text dann eigentlich erst später eingeblendet werden. Ich kann hier hergehen, ganz oben, ich fahre jetzt mal da her,
geht da hier rein und könnte jetzt hier zum Beispiel noch eine Musik, die ich bei mir auf meinem Tablet gespeichert habe, einfügen. Ich könnte auch bestimmte Effekte verwenden oder ich könnte hier ganz einfach etwas aufnehmen. Ich klicke jetzt hier mal auf Record. Willkommen bei meinem ersten, na, muss jetzt hergehen, dann zielt es rückwärts. Willkommen bei meinem ersten Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe das jetzt hier beendet. Ich könnte mir hier sogar die Lautstärke einstellen, weil jetzt 100% eingestellt. Kann man das jetzt dann zum Beispiel anhören, wahrscheinlich. Willkommen bei meinem ersten Video. Ja, okay, es passt. Ich bestätige das Ganze und habe dann hier schon dementsprechend meine Stimme. Wenn ich hierher gehe, könnte ich das dann wieder zum Beispiel auch verschieben und anpassen. Das kann ich an verschiedenen Stellen machen. Wenn ich jetzt hierher gehe zum Beispiel, also nicht. Wenn ich jetzt hierher zum Beispiel gehe, könnte ich dann wiederum, wenn ich da hineinklicke, dann wieder etwas dann einfügen. Ja, das wäre jetzt einmal das. Und dann kann ich natürlich auch zusätzlich andere Dinge noch hineingeben. Ich gehe jetzt hier zum Beispiel hier hinein, in dieses Bild, in diese Bildzeile da, klicke dann hier hinein und beschließe dann hierher zu klicken auf Video, wähle mir dann ein Foto, das ich vorhin aufgenommen habe, das hier zum Beispiel, habe das jetzt erinnern, kann es in der Größe dann hier zum Beispiel verändern, kann es auch an die entsprechende Stelle schieben, ja, und hab das dann schon da herinnen. Gut, damit bin ich einmal zufrieden. Wenn ich hier auf Motion gehe, könnte ich zum Beispiel dann auch das noch, könnte ich hier zum Beispiel noch dann feststellen, in welcher Dauer und in welcher Form das dann zum Beispiel hier dann eingeblendet wird, die Bilder, die ich dann hineinbringe. Ich bestätige das jetzt hier mal, das ist ein bisschen jetzt eine Spielerei natürlich. Ja. Bekommt das dann herein. Und da sieht schon, man kann da eine Menge von Dingen machen. Man könnte auch dann hier hergehen zum Beispiel, könnte dann, jetzt verschiebe ich das hier ein bisschen, mache hier wieder mit Split einen neuen Teil. Du siehst, ich habe hier jetzt einen neuen Teil und hier habe ich einen Teil. Und ich könnte mir jetzt entscheiden, zum Beispiel, dass ich diesen Teil, den ich hier habe, an einer anderen Stelle gebe. Ich bleibe da gedrückt drauf und schiebe das dann an eine andere Stelle, zum Beispiel hierher und habe das dann verschoben. Ja, also ich kann die einzelnen Teile des Videos dann austauschen. Zum Schluss könnte ich hier jetzt dann noch mal hergehen. Ich gehe jetzt einmal hier und mache dann dementsprechend dann eine Abschiedssequenz und sprich dann, mache jetzt hier wieder eine Aufnahme. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Tschüss! Bestätige das jetzt hier und habt das jetzt hier. Jetzt schauen wir uns das an. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Tschüss! Damit ist das gesamte Video im Prinzip schon fertig. Man kann eine Menge von Dingen noch machen. Das zeige ich vielleicht in einem anderen Video. Aber jetzt geht es darum, dass ich das jetzt hier exportiere. Dass ich das also dann fertig mache. Vorher vielleicht gehe ich hier nochmal auf Save. Dann wird mein Projekt gespeichert. Das ist das, was ich jetzt hier darüber habe. Wenn ich das nochmal bearbeiten möchte, gehe ich dann nochmal hinein. Und jetzt möchte ich es aber dann, das ist mein fertiges Video, möchte es exportieren, dass ich es zum Beispiel bei YouTube rauflade. Da schlägt er mal bestimmte Dinge vor. Das würde ich jetzt eigentlich so belassen, wie ich es habe. Klicke hier auf diesen Pfeil und es wird dann hier exportiert. Du siehst, es rennt dann hier von links nach rechts durch. Es steht hier vor ein Video, die wird ausgeführt. Und je nachdem, wie schnell dein Tablet ist oder dein Smartphone, je nachdem, wird eben dann auch dieses Video dann exportiert. So, mein Video ist jetzt fertig. Ich könnte das jetzt gleich direkt voraufladen, das mache ich aber nicht. Ich gehe jetzt hier auf Saved. Ich nehme das jetzt einfach Video 02. Ich habe schon bei 1 gemacht. Klicke dann hier auf, nehme das da runter, gehe auf Save to Album. Ist dann hier gespeichert worden. Jetzt gehe ich hinaus in mein Video hinein. Und da habe ich dann schon hier das Video, das ich gemacht habe. Das ist das letzte Video, klicke ich mal drauf. Willkommen bei meinem ersten Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Da könnte man, wie gesagt, auch noch Musik einführen. Oder? Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Tschüss! Ja, ich hoffe, du hast jetzt hier eine Reihe von Anregungen bekommen und hast gesehen, dass das sehr einfach geht mit diesem Programm, mit dieser App, mit diesem Videoeditor und wünsche dir selber viel Spaß und probiere diese App einfach mal aus. Bis zum nächsten Mal.